Hallo meine Lieben, ja, ich bin zurück von der Kreativa Messe in Dortmund und ich werde mich jetzt dran setzen und werde das Video zurechtschneiden. Ganz so viel Statement möchte ich vorher eigentlich nicht geben. Ich sage euch nur so viel, ich werde ziemlich viel schneiden müssen, weil ich am dritten Tag dann die Lösung gefunden habe, mir die Kamera vorne vor dem Bauch zu schnallen, um in Ruhe filmen zu können. Es war nicht immer so ganz einfach. Ich weiß auch nicht, inwieweit ich alles filmen durfte. Es waren nirgendwo Schilder zu sehen, dass man nicht filmen darf. Manchmal war es aber unerwünscht. Und ja, wie gesagt, ich habe mich bemüht, ein bisschen mitzufilmen. Ich muss sehr viel rausschneiden, da immer sehr viele Gesichter und so weiter mit drin sind. Und ich muss da mal gucken, inwieweit ich die Sachen da so mit reinnehmen kann und was nicht. Und hoffe aber, dass ich das ganz gut hinkriege. Und am Ende des Videos werde ich nochmal so ein Video machen wie jetzt und werde nochmal ein bisschen Statement geben, wie ich die Messe so fand. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber viel Spaß bei dem Video. Bis später. Tschüss. Ja, ich bin jetzt schon nahe von Dortmund und bin gestern bei meinen Freunden angekommen und mache mich jetzt auf dem Weg zum Messehaus und also zu diesen Hallen und bin schon ganz gespannt, wie es da ist. Und ja, wie gesagt, ich werde jetzt gleich erstmal losfahren und melde mich dann dort nochmal. Bis später. Ja, ihr Lieben, ich bin jetzt hier auf dem kurz vorm Messegelände. Und hier ist schon voll die Hölle los. Ja, auf der Autobahn kurz vor der Messeabfahrt ja, ist hier richtig Stau und jeder versucht sich irgendwie reinzudrängeln. Und ich ärgere mich schon, man hätte eine Abfahrt vorher abfahren können. Und das wäre gar nicht weit gewesen zu Fuß. Und ich habe gesehen, dass da auch Parkplätze frei waren noch. Jetzt muss ich mal gucken, weil es hier echt sehr voll ist und die meisten natürlich so nah wie möglich dran parken wollen wahrscheinlich. Muss ich jetzt mal gucken, wie lange ich noch brauche, bis ich jetzt hier dann mal dahin komme und ja, ob ich dann einen Parkplatz finde. Und ja, ich werde mich dann auf jeden Fall noch, also in der Halle, dann das nächste Mal melden. Und ja, ich weiß nicht, hier, da könnt ihr es vielleicht schon sehen, oder ich weiß nicht, ob ihr was sehen könnt. Also da links ist auf jeden Fall, sind schon die Hallen und die Eingänge, Eingang West hier. Und ja, wie gesagt, ich werde jetzt noch mal ausmachen. Ich muss mich hier auf den Verkehr konzentrieren und melde mich dann, wenn ich in der Halle bin. Ja, ihr Lieben, ich bin jetzt hier schon ein bisschen in den Hallen rumgelaufen. Also die erste Halle habe ich jetzt durch. Das Problem ist, es ist hier wirklich überall mega voll und man findet eigentlich gar keine Ecke, wo man wirklich filmen kann. Und ich werde jetzt gucken, dass ich immer so zwischendrin mal so ein ganz bisschen euch aus den Regalen was zeige. Und ja, muss halt mal sehen, wie ich hier sonst noch filmen kann. Aber es ist leider ein bisschen schwierig. Und ihr hört, es ist auch wirklich extrem laut. Also man muss auch gucken, ob man was mit dem Ton irgendwie hinkriegt. Deswegen, aber ich werde euch auf jeden Fall zeigen, wie die Regale und so hier aussehen. Hier bin ich zum Beispiel gerade in einem Teil, wo ihr ganz viele Bänder und Bordüren und solche Sachen bekommt oder so Gurtband, was ich zum Beispiel nehme, wenn ich meine Taschen nähe, so diese ganzen Geschichten. Und hier eben auch ganz viele verschiedene Bänder zum Verzieren, Lederbändchen für Armbänder und ja, alles Mögliche haben wir hier. Hier erkenne ich was wieder, das habe ich zu Hause, das hier nicht, das ist auch ganz süß. Ja, ich werde noch ein bisschen mich durchschauen und wie gesagt, ich werde immer zwischendurch mal gucken, ob ich filmen kann. Man muss ja auch immer gucken, dass man keine anderen Leute mit drauf hat, die das vielleicht nicht so möchten. Und ja, deswegen ist es nicht ganz so einfach, aber ich versuche es auf jeden Fall. Thank you.
Ja, ihr Lieben, ich habe hier jetzt endlich mal so eine kleine Ecke gefunden, wo es ein bisschen ruhiger ist, wo man auch mal was erzählen kann. Ich war jetzt erst in anderthalb Hallen. Es ist unglaublich. Man ist komplett überfordert mit den ganzen Sachen, die man hier so sehen kann. Und jetzt bin ich gerade draußen in so einem Innenhof. Hier gibt es so ein paar Buden, wo man was zu essen bekommen kann. Und ja, hinter mir, weiß ich nicht, da sind wahrscheinlich auch wieder die Hallen. Ja, und wie gesagt, drinnen ist nicht so einfach mit dem Film. Ich versuche es zwischendurch immer mal wieder. Aber es ist einfach schwierig, weil manche möchten auch nicht, dass die Stände gefilmt werden. Andere sind dann wieder freundlich und da ist es kein Problem. Und da muss man halt immer gucken, wie man das am besten macht. Okay, ihr Lieben, ich werde gleich noch mal ein bisschen Trinkpause machen und dann werde ich weiter marschieren. Zum Mittag werde ich dann eine Pause machen und melde mich dann später noch mal wieder. Thank you.
So, meine Lieben, dass ihr mir nicht einschlaft, zeige ich euch jetzt, was ich auf der Messe alles so gekauft habe. Ich glaube, ihr habt auch wirklich viel jetzt gesehen, was ich auf der Messe alles so gesehen habe und was es da so gab. Mein Fazit gibt es gleich am Ende, aber erst zeige ich euch, was ich mir gekauft habe. Und ich fange mal an mit diesem hier. Und zwar ist das so ein Paillettenstoff, der auf einer Seite silber ist. Und wenn man das Ganze zur anderen Seite dreht, also hier so hochschiebt, hupsi, dann ist das so Regenbogenfarben. Und das finde ich super toll und ist ja auch jetzt gerade in. Aber ja, da achte ich ewig nicht wirklich so drauf, was gerade in ist und was nicht. Ich nehme immer die Sachen, die mir gefallen. Und das fand ich echt cool mit diesen Regenbogenfarben. Und da kann man einfach so kleine Applikationen sich zurechtschneiden und dann eben mit drauf nähen. Und die fand ich super, super schön. Das musste unbedingt mit. 3 Euro fand ich super in Ordnung für 25x25. Also was heißt super in Ordnung? 25x25 ist nicht viel, aber der Preis war okay. Und ich habe mir nur das in diesem Shop gekauft, obwohl da wirklich mega viel los war. Der Stoff war günstig. Erstens lag mein Fokus nicht auf Stoff bei dieser Messe, sondern auf Bastelsachen. Und zweitens war es so, dass man in diesem Shop Platzangst bekommen hat. Es war so gerappelt voll, dass man kaum einen Meter gehen konnte. Und ich war froh, dass ich da ganz schnell wieder raus war. Aber dieser Stoff musste unbedingt mit. Das war das Erste, was euch vielleicht auch nicht ganz so sehr interessiert. Dann habe ich mir hier so ein Tacky-Glue, also eigentlich zwei, einen Stift gekauft. Einen habe ich mir schon abschwatzen lassen. Den wollte ich sowieso unbedingt haben, so einen Klebestift. Und deswegen kam der jetzt auf jeden Fall einmal mit. Und mit Tacky-Glue bin ich auch mega zufrieden. Darum habe ich mir den jetzt einmal mitgenommen. Dazu auch noch mal eine Ersatzflasche, weil meins ist immer noch, ich habe es schon ewig und es ist immer noch halb voll. Das ist unglaublich. Und deswegen habe ich mir den noch mal mitgenommen. Der hat 4 Euro gekostet und der musste dann unbedingt noch mal mit. So, ich glaube, jetzt habe ich den hier irgendwie aufgeschraubt. So. Ja, als Nächstes zeige ich euch Sachen, die ich in dem allerersten Shop gekauft habe. Bei dem ersten Shop, wo ich überhaupt was gekauft habe. Und zwar diese Teile hier. Die haben gekostet jeweils 1 Euro. Wenn ich nur die kleinen habe, dann gab es auch nur die kleinen. Und wenn ich nur die großen habe, dann gab es nur die großen. Also grün, dann hier so gold und braun. Hier sind rot-braun-Töne. Dann blau, groß und klein. Und die sind eben für Papier. Und die kann man dann so festdrücken und dann hat man halt so eine schöne Öse und das reißt nicht so schnell aus und so. Und für 1 Euro 40 Stück fand ich völlig in Ordnung. Die wanderten einmal mit. Und dann kam noch Spektrum Noirs mit. Und ich habe mich echt geärgert, weil ich, wie bei vielen anderen Shops, ich diesen Shop später nicht mehr wiedergefunden habe. Und zwar haben die bei dem nur 6,90 Euro gekostet und bei allen anderen Shops waren die 9,90 Euro. Ja, und da habe ich mich natürlich später geärgert, dass ich erstens nicht mehr mitgenommen habe und zweitens, dass ich diesen Shop nicht wiedergefunden habe. Und hier habe ich mir jetzt lauter Brauntöne mitgenommen, um eben Tiere zu kolorieren. Ihr wisst ja, dass ich das liebe. So, was als Nächstes? Als Nächstes zeige ich euch diese Blöcke hier. Davon habe ich mir 3 Stück mitgenommen. Und das sind immer nur solche kleinen Teile, die ich dann irgendwo mit draufkleben werde. Mein Hund fängt hier schon wieder an zu knurren. Die ganze Zeit war er ruhig. Einmal in rund und dann zweimal solche Formen hier. Ja, die fand ich ganz schön und für 1 Euro fand ich die auch völlig in Ordnung. Es gab unheimlich viele Shops aus Holland. Also ich glaube, ich habe von fast alles waren, glaube ich, holländische Shops. Außer diese Dame hier, die hat Englisch gesprochen. Ansonsten waren es, glaube ich, alles englische Shops. Ja, als Nächstes, wo ich wirklich viel gekauft habe, beziehungsweise verhältnismäßig viel, war Ideen mit Herz, was ihr ja jetzt auch ziemlich zum Schluss gesehen habt. Da war auch mega, mega viel los in diesem Shop.
Ich habe mir zweimal solche Bordürenstanzer oder Endstanzer hier mitgenommen. Einmal solche Blümchen hier und dann hier solches Gras, was ich aber finde, was man auch als Esszapfen ganz gut benutzen kann. Und wie gesagt, jeweils 7 Euro fand ich völlig in Ordnung. Die kamen jeweils einmal mit. Und was noch von Ideen mit Herz war, waren diese Teile hier. Das habt ihr vielleicht vorhin sogar gesehen, dass das ein oder andere in meinen Wagen gewandert ist. Von dem habe ich hier zweimal mitgenommen. Und zwar ist das so schönes Regenbogen, dass man sich dann so zurechtschneiden kann. Die Preise habe ich leider nicht mehr im Kopf. Das kann ich euch nicht mehr sagen, was die gekostet haben. Auch das hier in Regenbogenfarben fand ich auch sehr schön. Hier dann so holographisch glänzend in so einem schönen hellblau. Und das hier ist so rosa, holographisch glänzend und so ein bisschen durchsichtig, so wie Tropfen oder Tränen. Finde ich super, super schön. Dann hatte ich noch ein paar Perlchen mitgenommen. Diese beiden hier. Und auch das hier sind Perlen. Und die sind so ein bisschen marmoriert. Und das Band oder worauf man es eben macht, geht dann hier so durch. Und ja, ich fand die einfach total schön. Die haben nur 1 Euro gekostet, das weiß ich noch genau. Genau wie diese hier, die waren auch nur 1 Euro. Und die mussten dann definitiv mit. Genau wie diese beiden Teile hier. Also einmal die. Solche ähnlichen kennt man ja schon vom Action. Und dann diese hier in Lila und obendrauf auch wieder mit so Pünktchen, die dann so holographisch glänzen. Fand ich sehr, sehr schön. Und zu guter Letzt von Ideen mit Herz so eine Standschablone. Und auch die war mega günstig, vielleicht 1 Euro oder 2 maximal. Teurer war die nicht. Und die fand ich schön, die wanderte auch noch mit in den Korb. Ja, das war schon Ideen mit Herz. Dann hatte ich auch wieder von einem holländischen Stand mir Novo Drops mitgenommen. Und zwar einmal hier mit Glitzer drin. Weiß, also das wird durchsichtig, die werden durchsichtig, diese Drops. Und sind dann nur noch glitzernd. Und dann einmal meine Standardfarben Türkis und Rosa. Und die drei haben übrigens 11 Euro gekostet. Das fand ich auch in Ordnung. Einer sollte, glaube ich, 4 kosten. Oder 3, ich weiß es nicht mehr genau. Und 3 Stück dann 11 Euro. Und bei 8 wären es 20 gewesen. Aber ich habe gedacht, ich brauche gar nicht so viele davon, dass die mir reichen. Und deswegen kamen nur die mit. Dann auch wieder von einem holländischen Stand. Also es gab nicht nur holländische Stände, aber ich habe irgendwie fast nur bei Holländern eingekauft. Diese Teile hier, auf die bin ich schon länger scharf. Und zwar für Scrapbooking. Wenn man dann eben manche Seiten mal so ein bisschen schön abschließen möchte. Und da sind 3 Stück drin und die finde ich alle schön. Und die mussten definitiv mit. So, als nächstes habe ich hier noch ein paar Stempelchen. Und hier haben wir einmal so 2 Mäuschen. Die eine küsst die andere oder macht sie sauber, weiß ich nicht. Und die Schwänzchen hier sind dann so als Herzchen. Fand ich super, super süß. Der musste unbedingt mit. Und hier habe ich noch einen mit einem Kätzchen und das Kätzchen hat eine Maus auf dem Kopf, die da oben schläft. Fand ich auch sehr, sehr süß und den habe ich auch noch mal mitgenommen. Ja, ihr Lieben, als nächstes kommt eine Sache, wo ich mich über mich selbst geärgert habe. Und zwar mega. Einfach deswegen, weil ich an der Kasse so erschrocken war über den Preis. Also ich hätte ja sagen können, nee, danke, dann möchte ich es doch nicht. Wollte ich jetzt aber nicht. Ich zeige euch mal, was es ist. Und zwar sind es Charms. Ganz viele verschiedene. Da waren ganz, ganz viele Töpfchen. Dann konnte man sich alle Charms, die man gerne haben wollte, aussuchen. Und konnte sich die in einem Töpfchen da zusammenstellen. Und hat dann nach Gramm bezahlt. Und zwar 25 Cent pro Gramm. Und an der Kasse habe ich für dieses kleine Häufchen hier, und ihr wisst, was die Sachen bei Ali und so weiter kosten, sage und schreibe 11,30 Euro bezahlt. Ja, wie gesagt, ich war echt perplex über den Preis. Und gut, wie gesagt, ich hätte sagen können, nein, danke, ich möchte sie doch nicht, aber
Ja, irgendwie, ich stand eine halbe Ewigkeit an der Kasse, bis ich endlich rankam und es standen noch viele Leute hinter mir und es war mir irgendwie dann zu doof, ehrlich gesagt, zu sagen, nein, ich möchte sie doch nicht. Was ich da noch bekommen habe, und die waren sehr günstig, irgendwie habe ich hier einen irgendwo verschusselt oder der ist hier irgendwo ist er drin. Der steckt hier drin, genau. Den muss ich hier irgendwie mal wieder rausfummeln. Da ist er. Die waren sehr günstig, die Eckenschoner, die haben jeweils 10 Cent gekostet. Ich hätte die da lassen sollen und hätte mir so eine Riesenpackung von denen mitnehmen sollen. Da wäre ich glücklicher drüber gewesen. Wie gesagt, ich habe es jetzt schon erklärt. Manchmal ist es einfach so, dann ist man an der Kasse ganz perplex und dann bezahlt man einfach und gut ist. Und so war es auch in dem Fall. Ärgere mich aber trotzdem drüber. Ja, ihr Lieben, dann kommen noch zwei Sachen, die ein bisschen aus der Bahn fallen. Und zwar einmal dieses hier. Das sind Bügelbilder, wie ihr vielleicht schon an dem Bild hier hinten erkennt. Und ich zeige euch die gerade mal. Also da sind so ein paar Sprüche. Also hier waren lauter solche Kleinteile. Da konnte man sich 10 Stück aussuchen und hat dann 3 € bezahlt. Und das fand ich in Ordnung vom Preis her. Und da gab es leider nicht so viele, die mir gut gefallen haben. Deswegen habe ich nur fast nur Herzen mitgenommen. Und diesen Totenkopf hier, weil ich den ganz lustig fand. Und die Note, weil viele von meinen Freunden Musik machen. Jetzt fängt der Hund schon wieder an. Dann gab es noch den hier. Der hat 2,50 € gekostet. Und dann dieses super süße Lama hier. Das hat auch 2 € oder 2,50 € gekostet. Dann gibt es hier noch 3 Sprüchchen, die ich mir gekauft habe. Die haben jeweils 2,50 € gekostet. Hier ist einmal, ich war's nicht. Finde ich immer super süß für Babykleidung zum Beispiel oder für Kleinkinder. Mag ich das sehr gerne. Dann not perfect, but happy. Das hatte ich so im Kopf und fand ich auch total schön und hatte auch an jemanden dabei gedacht. Und dann das hier, was auch gut zu mir passt, einzig, aber nicht artig. ja, fand ich total witzig und habe ich mir definitiv auch nochmal mitgenommen. Es gab auch Sachen in Schwarz, fand ich jetzt aber nicht so schön. Ich wollte lieber alles in Weiß haben. Ja, das waren die Sachen. Und ich glaube, ich habe mir von diesem Shop auch irgendwie noch so ein Zettelchen mitgenommen. Da muss ich noch mal suchen. Die Zettelchen, die habe ich alle mir an die Seite gelegt. Da muss ich noch mal schauen, wo ich das hingetan habe. Aber sonst hat man ja hier auch den Namen. Dann kann man danach auch suchen im Internet. So, und zu guter Letzt habe ich mir aus diesem Lädchen hier etwas mitgenommen, wo ich schon länger mit dem Gedanken gespielt habe, damit anzufangen. Mir schon viele Videos im Internet angeguckt habe und bisher aber immer gedacht habe, ach nee, ach so eine Nadel kaufen und ach weiß nicht. Und zwar Wolle zum Filzen. Und hier sind auch noch 2 Filznadeln drin. Und wenn man hier drüber fasst, dann merkt man tatsächlich auch so ein bisschen diese Widerhaken. Also man piekst sich jetzt nicht oder so, aber man spürt halt die Widerhaken. Und dieses Set hat gekostet 5 €. Da sind 30 Gramm Wolle dabei. Man konnte sich halt 3 Farben aussuchen und die zweite Nadel kostete 80 Cent. Und dann hat man dieses Teil noch dazu bekommen in diesem Set für 5 €, wo man dann die Nadel hier einfach so reinschiebt. Na, so. Und dann macht man das Teil wieder drauf und dann kann man filzen. Ja, und zum Anfang wollte ich mir jetzt da sowieso nicht irgendwie so ein mega teures Teil kaufen und dann dachte ich, das ist super, um es mal auszuprobieren, ob es mir Spaß macht und ob ich damit klarkomme. Und ja, das werde ich die Tage auf jeden Fall mal machen. Da werde ich mir das mal ein bisschen ausprobieren. Und bei dem Shop werde ich definitiv auch noch mal online vorbeigucken und werde mir vielleicht noch mal ein bisschen Filzwolle nachkaufen. Die Filzwolle zeige ich euch auch noch mal. Ich habe hier einmal so eine Regenbogen-Filzwolle. Finde ich total schön und die ist ja schon an sich, kann man da ja schon richtig viel mitmachen. Hier ist irgendwie so ein bisschen rosa von einer anderen Farbe dazu gekommen, ist aber nicht so wild. Dann habe ich mir hier dieses schöne Senfgelb ausgesucht, das liebe ich. Und natürlich ein Türkis-Petrol, sowas darf ja bei mir immer nicht fehlen. Das ist ja einfach das sind meine Farben. Und Regenbogen ist halt auch immer schön. Genau, so die Sachen habe ich mir geholt und da werde ich
die Tage dann auf jeden Fall mal ein bisschen probieren. So, alles wieder schön zusammen, dass ich die Sachen auch alle beieinander habe. So, das Kärtchen noch mit rein. Ja, und dann würde ich gerne noch ein bisschen Fazit geben. Ach, seht mal, ich habe gerade gefunden. Zack. Und zwar hier, das war von diesem Shop hier mit dem Bügelbildchen. Also habe ich hier die Adresse. Genau, das waren die. Und was ich noch vergessen habe in meiner Tüte, ich habe noch Papier gekauft. Und zwar dieses hier. Dieses. Und dieses hier. Und die fand ich auch alle so schön. Für ein schönes Album werde ich mir die aufheben. Ja, das war es jetzt aber wirklich. Mehr habe ich mir auf der Messe gar nicht gekauft in den ganzen Tagen, wo ich da rumgelaufen bin. Was ich mir sehr viel auch gekauft habe und auch mit nach Hause genommen habe, ist Essen. Ich war, ihr habt ja gesehen, ich war an einem Stand, wo es solche Cremes gab und wo ich da auch was eingekauft habe. Und da gab es auch Käse und da gab es Brot und die Dame war mega, mega nett. Die Sachen waren mega lecker. Die Cremes könnte ich mir zu Hause mit dem Thermomix ja, leicht selber machen. Und da gibt es auch mega viele Rezepte. Aber es war jetzt auf der Messe dann eben echt angenehm, dort einfach schnell was zu frühstücken zu haben. Also das war dann echt so mein Frühstück, dass ich dann dahin bin zu dem Stand, habe mir da Brot geholt. Und den habe ich auch komischerweise immer wieder gefunden. Also das war auch ein ziemlich großer Stand und das war, war auch die einzige Halle, wo es Essen gab. Also das war dann nicht so schwierig. Ja, mein Fazit zur Messe. Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Enttäuscht deswegen, weil ich gedacht habe, auf so einer Messe sieht man ganz viele neue Sachen. Ganz viele Sachen, die man noch nicht kennt. Ganz viele Workshops, wo man neue Sachen ausprobieren kann. Das Einzige auf dieser Messe, was für mich wirklich neu gewesen wäre, wäre das Filzen gewesen, weil ich es noch nie gemacht habe. Ansonsten, ja, waren die Angebote, es war unheimlich viel, es war echt überwältigend viel, aber es waren alles Sachen, die ich irgendwie schon kannte. Und bei manchen Ständen hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass die alles mitgebracht haben, was sie jetzt loswerden müssen, damit sie zur nächsten Saison wieder Platz haben. Vielleicht kam mir persönlich das auch nur so vor. Ich gebe hier ja jetzt auch nur meinen Eindruck weiter und gebe hier jetzt nicht kein Nonplusultra für eine Messe ab. Ich muss auch dazu sagen, ich würde auch jederzeit wieder zu einer Messe fahren, weil es einfach schön war, weil es Spaß gemacht hat. Und ja, ich würde mir auch jedes Mal wieder so viel Zeit dafür nehmen, weil man die Zeit eigentlich auch braucht. Also ich sag mal, so 3 Tage braucht man auf jeden Fall. Viele Sachen, die es noch gab, habt ihr nicht gesehen, weil ich jetzt auch das Video nicht ewig lang machen wollte. Es gab unheimlich viele Sachen noch für Kuchen, Torten, was mich halt auch interessiert, weil ich sowas ja auch mache. Und gut, ich wusste jetzt nicht, inwieweit euch das interessiert und habe das einfach rausgelassen. Ich fand, es war wirklich genug jetzt an Sachen, die ihr gesehen habt. Und ich wollte auch nicht, dass ihr mir vor dem Video jetzt einschlaft. Ja, gut, was gibt es sonst noch zur Messe zu sagen von mir? Also ich denke, dass ich eigentlich alles gesagt habe. Wie gesagt, ich würde jederzeit wieder zu einer Messe fahren. Ich fand es schön. Nur würde ich beim nächsten Mal mit einer anderen Erwartungshaltung hingehen. Das wäre so das Einzige. Ja, ihr Lieben, damit werde ich jetzt auch das Video beenden. Mein Hund muss dringend raus und ich bin hier auch schon ziemlich lange am Schneiden. Ich hoffe, dass ich das alles heute noch gespeichert, geladen und fertig bekomme, dass ich es vielleicht über Nacht sogar hochladen kann und dass ihr es morgen schon sehen könnt. Ich sag, macht's gut, habt noch eine schöne Zeit.